So, Dalla, ich bin heute für euch in meine Lederhose gesprungen, schaut's mal, weil ich euch zwei Looks zeige mit der Lederhose. Für alle, die vielleicht das Dirndl oder die Tracht nicht so gerne das Dirndl tragen und vielleicht das mit einer Lederhose kombinieren möchten. Kann natürlich jedes andere Dirndl auch sein, nicht nur das da oder Tracht, wie wir es ja nennen. Und zwar, der erste Look ist eher ein bisschen klassisch. Ich drehe da den Kragen nach innen, ja, und nehme dann, so wie es eigentlich fast bis darunter fällt, relativ gerade nach unten. Das ist eh die kürzere Seite, ist da eh auch schon cool kurz. Und die zweite Seite lasse ich auch da so runterfallen. Ihr seht, ich habe da relativ viel Stoff hinten. Und jetzt kommt der Schmäh. Ich habe den 35 mm Clip in dunkelblau. Bring den da an, auf dieser Seite, mache ihn ganz lang. Und dann nehme ich den ganzen Stoff, der zu viel ist, ja, kommt hinten zusammen. Ihr seht, wenn man das schön legt, entsteht da so eine richtig schöne Kellerfalte. Ja? Und das macht man auf der anderen Seite auch. Der Stoff ist eigentlich so cool, dass der diese Falten ziemlich gut von selber macht. Ja? So, jetzt kommt mal der Clip rundherum. So. Schnapp. Auf der anderen Seite auch. Warte, das muss ich vorher machen. So. Jetzt brauche ich meine dritte Hand. Nein, brauche ich natürlich nicht. Ich schaffe es ohne drei Hände. Ups. So. Rundherum. Und wahrscheinlich muss ich dann nachher noch das zurecht zupfen. Hinten. Wichtig ist halt nur, dass ihr den Stoff, der zu viel ist, nicht vorne rumzieht, sondern hinten. Ja. Ich lege da jetzt den Stoff da so in eine Falte nach innen einmal und auf der anderen Seite ziehe ich das ein bisschen so nach vorne und da auch nach innen. Seht ihr? Ist doch cool, oder? Wie das da fällt. Also mir gefällt das, ich mag das gern. Genau, das ist jetzt sozusagen der Dirndl-Look. Ich würde da fast empfehlen, den längeren Clip zu nehmen. Ich habe da jetzt den kurzen und ich finde, der ist fast ein bisschen, wenn ich mir denke, ich müsste den ganzen Tag jetzt lustig sein, würde ich den fast ein bisschen zu eng finden. Aber ihr seht, der Look funktioniert. Das ist quasi so ein Gehrockartiges Teil. Das könnt ihr natürlich auch mit einem Unterrock oder mit einem Basic-Kleid auch kombinieren. Ja? Also das funktioniert ja so sozusagen auch anders ganz gut. Und dann zeige ich euch noch das zweite Teil. Das ist sozusagen verblüffend verkehrt herum. Falls ihr euch fragt, was das ist, Scrunchie kommt noch für euch, wird gerade gefertigt. Genau, die zweite Variante ist ein Oberteil und zwar schlüpft ihr da so rein. Ich mache das immer so über Kopf, ist natürlich nicht so elegant, aber die schnellere Lösung. Und dann, mir gefällt die blaue Seite ehrlicherweise besser, so zu mir jetzt. Zu meinem Gesicht, darum habe ich die eigentlich lieber außen und bin jetzt so reingeschlüpft, dass da die kurze Seite ist. Ja? Und dann beim Oberteil würde ich, habt ihr auch eine lange und eine kurze Seite und da würde ich die kurze Seite eher so drüber, über die Hälfte vom Körper zur Taille. Und die zweite Seite könnt ihr zum Beispiel einfach so lassen oder auch auf die andere Seite drüber legen. Mir wäre das jetzt ein bisschen zu verschlossen. Also mache ich das so. Nehme auch wieder den Clip, mache ihn auf einer Seite an, bringe ihn rundherum. Und das Coole ist, dass ihr dann im zweiten Schritt, wenn ihr wollt, könnt ihr den Schal da, also wenn ihr die Bewegungsfreiheit braucht, dann natürlich nicht, aber wenn es zum Beispiel kühler wird, könnt ihr auch den Schal da so dann runterziehen. Ja? Das ist auch ganz cool. Und schön warm. Genau, das ist die Variante also das Oberteil mit der Lederhose. Und jetzt zeige ich euch noch einen Look mit dem Dirndl-Unterrock und unserem weißen Basic-Kleid. Da bin ich gleich wieder da für euch. Tada, da bin ich wieder. Wie ihr seht, habe ich unser Basic-Kleid an und unseren Unterrock. Und jetzt zeige ich euch noch einen Look. Warte, entschuldige, ich habe keine langen Haare, darum nehme ich immer dieses Scrunchie als Armband.
sozusagen. Genau, was machen wir für einen Look? Vielleicht das verkehrte Kleid heute? So? Das machen wir. Also, ihr schlüpft so rein, wie in ein Zwangsjacke. Ich habe jetzt da zum Beispiel, finde ich, dass die Spitze ein bisschen zu lang ist. Darum nehme ich da den Unterrock und drehe ihn, ich zeige euch das, und drehe ihn da so ein bisschen ein. Seht ihr das? Dann wird er ein bisschen kürzer. Und dadurch, dass der Gummi eh so dünn ist, sieht man das auch nicht wirklich. Ja? Ich drehe das jetzt zweimal ein. Schnupp, die Wupp. So. Genau, jetzt hat es, finde ich, eine coolere Länge. Seht ihr das? Ja? Genau. Also, ich bin verkehrt rum drinnen. Die Schwierigkeit bei diesem Look ist, ihr braucht beide Hände. Ihr nehmt es, also ihr braucht eigentlich immer beide Hände, muss ich sagen. Aber in dem Fall müsst ihr die in Kombination orchestriert verwenden. Und zwar, ihr nehmt die kurze Seite zuerst. Ich klappe das, versucht das da. Versucht das da nach innen zu klappen. So, jetzt habe ich es. Nach innen zu klappen und dann Unterzug auf die andere Seite rüber zu ziehen. Ja? Seht ihr das? Und dann müsst ihr, habt ihr die Hand da, ja? Und dann zieht ihr einfach die zweite Seite, ja? So drüber, auch wieder ein bisschen Unterzug nehmen. Und dann seht ihr, das gefällt mir gut, entsteht hier so, weil ich das jetzt so genommen habe. Der Spitz in der zweiten Farbe. Genau, warte mal, das stimmt noch nicht ganz. Das gehört nach hinten. Weiter. So, lala. Genau. Jo. So. Und dann noch der Clip da drauf. Oho. Na, das gefällt mir nicht. Das muss da schöner sein. So. So gefällt mir. Man kann auch, das mache ich auch oft, diesen Spitz da vorne auch noch so einschlagen. Das finde ich auch ganz cool und sorgt dafür, dass man halt nicht direkt diesen Clip auf der Naht drauf klippt und da vielleicht Gefahr läuft, dass irgendwas kaputt wird. Und es ist natürlich stabiler, weil einfach mehr Stoff in der Klammer drinnen ist. Ja? Genau, dann den Clip ganz lang machen, rundherum gehen und wichtig ist, dass ihr da die innere Seite sozusagen jetzt mitklippt, ja? die unten drinnen liegt. Damit könnt ihr nämlich dann volle Party machen. Ja, so lala. Das ist, genau, bei dem Kleid könnt ihr, also ich habe das gern ein bisschen so wie so ein Rollkragen, aber ihr könnt es auch nach unten drehen, in die andere Richtung, in die andere Farbe. Auch ganz nice. Bei dem Stoff, beim Dirndlstoff, ist es halt mega cool, weil der so geil stehen bleibt. Ja. Genau, das könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Ich wünsche euch, ich gehe nochmal zurück, bitte sehr. Ich drehe mich einmal rundherum. Bitte sehr. Und wünsche euch eine schöne Dirndlzeit. Bye bye.